Die Region rund um Calpe an der Costa Blanca in Spanien ist ein echter Trainingshotspot für Profiradteams. Ich bin selber seit einigen Wochen dort und habe exklusiv einige Stars der Radsportszene getroffen. Exklusiv für euch den Weltmeister Mathieu van der Poel auf Lauern. War nämlich gerade Tom Pidcock. Also, wenn ihr wissen wollt, wie die Profis hier trainieren, dann bleibt unbedingt dran. Ja, und damit hallo zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und heute gibt es ein paar spannende und exklusive Einblicke in die Welt des Profiradsports. Kurz zum Hintergrund, ich bin selber seit einigen Wochen hier in der Region rund um Calpe unterwegs und das ist hier wirklich ein richtiger Hotspot für Profiteams als Wintertrainingslager. Ja, und ich habe hier auch so die ein oder andere Story erlebt. Deswegen gibt es in diesem Video ein paar exklusive Insights für euch. Unter anderem fahren die Teams hier Intervalle. Was ist mit Laktatmessung? Wie trainiert die Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot? Und vor allem, wie viel Laktat produziert sie? Und trainieren die Teams immer geschlossen zusammen? All das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt unbedingt dran. Ja, wer ist alles hier? Oder andersrum gefragt vielleicht eher, wer ist es nicht? Von den großen Pro-Teams hat man eigentlich von jedem Team eine Gruppe gesehen. Also Bahrain Victorious, die haben übrigens sehr schöne Räder. Astana, Lidl Trek, Bora Hansgrohe, Jumbo Lise Bike, früher Jumbo Wismar, Alpecin und viele andere. Es sind aber nicht nur Pro-Teams hier, sondern auch viele Conti-Teams, ebenfalls mit einem großen Aufgebot. Und als einzelne Fahrer habe ich unter anderem Mathieu van der Poel gesehen, Pauline Ferrand-Prévot, Tom Pidcock, Laura Stigger, Sina Frey, Remco Evenepoel und noch viele mehr. Also echt richtig spannend. Und die Profi-Teams oder auch die Conti-Teams, die sind eben auch hierher gekommen, um eben das spanische Wetter zu genießen, die Sonne, die Wärme, um sich hier eben die Form für die neue Saison zu holen. Und genauso habe ich es ja auch gemacht. Ich bin ja auch seit einigen Wochen hier unterwegs zum Trainieren und bereite mich auch hier auf meine Saison vor. Und irgendwie ist mir erst hier so richtig bewusst geworden, wie viel Aufwand die einzelnen Teams auch im Trainingslager betreiben, also mit mehreren Autos, Begleitfahrzeugen, Motorpacing, Mediateams, Drohnenpiloten und das Ganze. Also wie viel Aufwand hinter so einem Team steckt, wie viele Menschen auch noch im Hintergrund agieren, was man ja so gar nicht mitbekommt und wie viel Aufwand und Geld die Teams eben da reinstecken, dass die Fahrer bestmöglich unterstützt werden, medial präsentiert werden. Und ja, finde ich irgendwie Wahnsinn, was dahinter steckt. Eigentlich weiß man es natürlich, aber irgendwie ist mir das hier nochmal so richtig bewusst geworden, wie viel Geld dann doch in den Profiradsport gesteckt wird. Ja, nähern wir uns doch nun der Frage, wie wird denn jetzt hier bei den Profis trainiert? Da habe ich nämlich so die ein oder andere spannende Beobachtung gemacht. Also zum einen ist bei jedem Team, was hier fährt, immer mindestens ein Begleitfahrzeug dabei, eher 2 bis 3. Eins hat dann das Dach voll mit Rädern, eins fährt hinterher und eins ist eigentlich das Media-Auto. Das fährt dann oft vor der Gruppe, hat den Kofferraum auf und filmt. Das sieht man sehr oft. Also die Gruppen werden eben immer begleitet und die Autos halten dann auch an und verpflegen dort die Fahrer, nehmen Klamotten entgegen, geben Klamotten aus. Also ein Full-Service, füllen Flaschen auf und das sieht man dann eben immer an prägnanten Stellen, wo die Autos dann eben auf die Fahrer warten. Ja, man sieht meist Gruppen von 6 bis 10 Fahrern. Das heißt, es sind eher immer kleinere Felder, also das Team ist nie geschlossen unterwegs. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht und ein bisschen recherchiert, warum das so ist und habe eben mehrere Strategien gefunden. Zum einen ist es ja so, dass die Fahrer unterschiedliche Saisonziele, Saisonhighlights haben oder unterschiedliche Fahrertypen sind. Das heißt, die trainieren auch unterschiedlich. Zum anderen ist es so, dass die Teams eben vermeiden wollen, dass es zum Beispiel in einer Riesengruppe zu einem Sturz kommt, sei es durch eine Unachtsamkeit vom Fahrer selbst oder ein Fremdverschulden, sodass dann eben nicht ein Komplettausfall von einer ganzen Gruppe die Folge ist. Das heißt, die trainieren eben in kleineren Gruppen. Und natürlich auch noch ein wesentlicher Punkt ist, dass bei Radgruppen jenseits der 10 Personen, also 10 Personen und mehr, irgendwann ja auch kein Trainingseffekt mehr da ist. Das heißt, wenn die hinteren dann im Windschatten mitrollen, dann ist das für die ziemlich locker. Ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, es ist immer mal passiert, dass einmal
so eine Gruppe überholt hat und man dann hinten drin hing. Und ich habe dann auch sogar mit dem Mountainbike gemerkt, dass es doch sehr easy ist. Und die wechseln auch jetzt nicht permanent durch, das beobachtet man nicht, sondern die Gruppen werden eben schon von Beginn an klein gehalten. Und da merkt man dann natürlich auch, wie viele Leute dann beschäftigt sind, weil wenn jede dieser Gruppen jetzt 2 bis 3 Autos dabei hat, dann sind ganz schön viele Leute, die dann im Hintergrund agieren und die Teams unterstützen. Es ist aber auch so, dass man jetzt nicht nur Teams in einer Gruppe sieht mit Autos, sondern man sieht auch viele Fahrer alleine, vor allen Dingen, wenn Intervalle gefahren werden, zum Beispiel am bekannten Intervallberg Col de Ratz. Da habe ich auch schon ein Video veröffentlicht. Wer das noch nicht kennt, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Da sieht man auch immer wieder einzelne Fahrer und die haben dann eben kein Auto dabei und keinen Support, sondern fahren einfach für sich, meist mit Musik in den Ohren. Das sieht man sehr oft. Und ich habe hier auch Mathieu van der Poel mehrmals gesehen, unter anderem auch 2 Tage, bevor er dann in Tschechien Crossweltmeister wurde. Und der war hier immer alleine unterwegs, also ohne andere Fahrer und auch ohne Auto. Pauline Ferrand-Prévot habe ich hier auch öfter alleine fahren sehen. Die hatte dann allerdings ein eigenes Auto dabei als Begleitung und Unterstützung. Das heißt, man sieht eben sehr häufig, dass die Fahrer dann eben auch ihre eigenen Trainingspläne umsetzen und oft auch für sich fahren. Ich habe auch schon beobachtet, dass dann eben verteilt am Anstieg die Fahrer sind und die treffen sich dann oben am Auto. Und damit sind wir dann auch schon beim nächsten Thema, und zwar den Intervallen. Viele von euch interessiert sicher, werden hier Intervalle gefahren, denn es gibt ja immer noch Anhänger da draußen, die der Auffassung sind, dass man von Oktober bis April nur Ausdauer bzw. Grundlage fährt. Da habe ich die Beobachtung gemacht, das stimmt so nicht. Hier werden sehr harte Intervalle gefahren. Einige Profis, die hier richtig harte Intervalle knallen und auf und nieder fahren. Sieht man immer wieder die Fahrer, V2-Max-Intervalle, Feldtests habe ich oft beobachtet, CP10-Tests. Und hier wird Laktat gemessen. Das habe ich jetzt auch einige Male gesehen. Das heißt, in einer Kurve steht dann eben das Begleitfahrzeug und dort wird von den Fahrern dann Laktat abgenommen. Dann rollen die wieder runter, kommen wieder hoch und damit ermitteln die eben ihre Laktatschwelle. Ja, ein Intervalltag, und das fand ich so witzig, ist hier der Dienstag. Ich fahre nämlich dienstags auch immer Intervalle. Und da hat man sehr viele beobachtet. Ich glaube, das folgt der Trainingsstruktur, dass nach einem harten Wochenende ja oft montags Ruhetag ist und dienstags sind die Beine dann frisch und bereit für Intensität. Das scheinen viele Profis auch so zu machen. Also die Intervalle von diesem Team sind anscheinend sehr, sehr hart. V2 Max am Limit. Und ja, die fahren als hoch und runter. Was ich ebenfalls beobachtet habe, ist, dass viele Teams Zeitfahren simulieren. Hier gibt es so eine Straße, die ist ganz leicht ansteigend und da sah man eben immer Pulks mit Fahrern, mit Zeitfahrrädern, und die haben dann auch ganz oft an dem Rand markiert Kilometer 1, 2, 3 und dann das Ziel. Da waren die wirklich mit einer sehr hohen Geschwindigkeit unterwegs. Wenn die an einem vorbeigezogen sind, dann musste man aufpassen, dass man vom Windsog nicht von der Straße gerissen wird. Das wurde hier oft simuliert, und Motorpacing, das habe ich auch oft gesehen. Also viele Teams haben eben auch einen eigenen Rollerfahrer dabei, der die dann eben hinter sich herzieht. Neulich war hier auch schon ein Rennen, das war irgendwie Valencia-Rundfahrt. Ich blende euch das nochmal ein, wie das Rennen genau hieß. Ich habe es nämlich gerade vergessen. Das ging nämlich hier direkt an unserem Campingplatz vorbei. Da blende ich euch auch nochmal ein paar Aufnahmen ein, und da waren schon sehr viele Profis am Start. Pauline Ferrand-Prévot und Tom Pidcock sind hier auch schon ein Rennen gefahren, und zwar ein Cross-Country-Rennen. Das haben die auch beide gewonnen. Das war hier 20 Kilometer entfernt. Also anhand meiner diversen persönlichen Beobachtungen halten wir fest, dass hier sehr viel Intensität gefahren wird, dass hier Rennen gefahren werden, dass hier Zeitfahren simuliert wird. Also nichts mit lang und locker und Grundlage. Das natürlich auch, aber nicht nur. Und wenn dann so ein Profi mit dem Rennrad an dir vorbeizieht, dann ist das so unfassbar schnell, dass du dir selber eben denkst, wie kann man so schnell Radfahren? Unfassbar. Ja, wenn ihr übrigens wissen wollt, wie ich hier so trainiere, dann lasst gerne ein Abo für meinen Kanal da, denn das werde ich euch in einem meiner nächsten Videos zeigen. Jetzt kommen wir doch noch zu ein paar
persönlichen Stories, die ich selber mit Profi-Radsportlern erlebt habe. Ich hatte zwar tatsächlich immer die Kamera dabei, aber oft natürlich im entscheidenden Moment nicht gefilmt. Ich habe es nicht gefilmt, aber ich... Und ich habe wieder nicht gefilmt. Dämlich. Wenn ich auf Repeat und bitte nochmal drücken könnte, hätte ich es gemacht. Aber so muss ich euch jetzt leider einfach erzählen. Und die Konversationen mit den Fahrern bzw. Fahrerinnen, die haben auf Englisch stattgefunden, aber ich übersetze euch das jetzt einfach direkt ins Deutsche. Story 1. Vor einigen Wochen gab es hier tatsächlich einen Tag, wo es sehr nass war, sehr kalt und sehr windig. Und ich trage bei so Wetter immer sehr gerne Castelli-Klamotten. Also das ist eine persönliche Empfehlung. Ich werde jetzt nicht von denen gesponsert, sondern einfach nur wirklich gute Klamotten für nasskalte, widrige Bedingungen. Und ja, ich fahre so meine Intervalle am Col d'Ratz und merke eben so einen Windzug von hinten. Und dann kommt ein Profi von Trek Lidl vorbei, der ebenfalls das gleiche Castelli-Kleidungsstück trägt wie ich. Und er sagt noch so zu mir über die Schulter, oh, es sind faule Wetterkonditionen. Also es steht auf den Castelli-Klamotten for foul weather conditions. Und wir gucken uns beide an und müssen so lachen, weil wir eben beide unsere Teambekleidung darunter anhatten und jeder eben jetzt die Vorzüge dieser Klamotten genutzt hat, um sich eben vor der Nässe und Kälte zu schützen. Und man hat an dem Tag eben viele Profis gesehen, die Castelli-Bekleidung anhatten, weil wahrscheinlich die Teamkleidung einfach diese Vorzüge, dass es eben vor Nässe und Spritzwasser schützen, nicht bieten kann. Und die Profis dann einfach in Schwarz unterwegs waren, fand ich ganz lustig. Ja, es begab sich an einem weiteren Intervalltag am Col d'Ratz. Ich hatte harte Intervalle auf dem Programm und bin die mit dem Mountainbike gefahren. Und wenn ich eben viel Watt fahre, dann bin ich auch dementsprechend recht flott unterwegs. Und es kam eben ein Profi von hinten und er blieb dann so auf meiner Höhe und versuchte eben so auf meinen Garmin zu schauen und sagte dann zu mir, das müssten doch mindestens 300 Watt sein, ich wäre ja so unfassbar schnell. Und wir gucken uns an und mussten auch beide lachen. Am besagten gleichen Intervalltag habe ich da noch eine lustige Story erlebt. Und zwar bin ich auf eine Gruppe von einem Conti-Team aufgefahren, die auch dort fuhren. Wahrscheinlich keine Intervalle, sonst wäre ich ja nicht rangekommen. Und weil mir das ein bisschen zu langsam im Windschatten war und ich gerne meine Werte halten wollte, bin ich dann eben vorbeigefahren. Und alle dann gleichzeitig, oh, das Mädchen hat ein Mountainbike, die ist schneller als wir, was ist da los? Und ich bin dann so vorbeigefahren. Und als ich da nachher gewendet habe, da haben sie mich dann alle gegrüßt und ja, generell alle hier sehr freundlich und die Profis sind auch alle echt aufgeschlossen und nett, wenn man mit denen spricht und so weiter. Also echt sehr coole Erlebnisse. Ich habe natürlich auch die ganz großen Stars der Radsportszene hier gespottet, zum Beispiel Mathieu van der Poel. Ich werde jetzt ganz exklusiv für euch den Weltmeister Mathieu van der Poel auflauern und dann versuchen, mich an ihn dran zu hängen. Ich habe nämlich beobachtet, dass er heute Intervalle, genau wie ich, am Col d'Ratz Anstieg fährt. Und ja, ich schaue jetzt mal, ob ich ihn für euch exklusiv erwische. Er ist nicht mehr gekommen. Ich muss es an einem anderen Tag noch einmal probieren, aber ich gebe nicht auf. Remco Evenepoel. Mit der Kamera beschäftigt, jetzt ist Remco Evenepoel gerade vorbeigefahren und er hat sogar gegrüßt und ich habe es nicht gefilmt, aber ich nehme jetzt die Verfolgung auf. Let's go! Und Pauline Ferrand-Prévot und die habe ich sogar am Gipfel getroffen und ich habe sie um ein Foto gebeten und sie war auch sehr freundlich. Bei ihr habe ich auch noch im Hintergrund mitbekommen, als ich einmal oben stand, da haben sie Laktat gemessen und sie war sehr fertig und hatte einen Wert von 13,1. Da habe ich aber nicht gefilmt, weil sie war so fertig. Und an dem Tag, nachdem ich Pauline getroffen habe, da ist sie übrigens auch dieses Cross-Country-Rennen gefahren, was sie auch gewonnen hat. Das heißt, sie hat eben auf diesen intensiven Tag, den sie ja scheinbar vorher hatte, noch ein intensives Rennen draufgesetzt. Ja, that's pro. Ebenfalls wieder Schauplatz Col d'Ratz, dem Berg der Profis, bin ich mit dem Rennrad allerdings hinter zwei Profis im Windschatten hochgezogen worden. Das war so gar nicht geplant, hat sich aber so ergeben. Und ich wollte unbedingt wissen, ob ich es schaffe, dran zu bleiben. Ich glaube aber aufgrund der Intensität, dass die Profis wahrscheinlich locker gefahren sind, sonst hätte ich ja nicht dranbleiben können. Ja Leute, habt ihr das gerade gesehen? Col d'Ratz, also der Anstieg der Anstiege, schön im Windschatten, war so nicht geplant, hat sich aber ergeben und ja, hat mega Bock gemacht.
Ja, ich glaube, das war meine schnellste Zeit, Col de Ratz hoch, wobei ich bin auch das erste Mal jetzt zügig mit dem Rennrad hochgefahren, sonst immer Mountainbike. Und ich habe jetzt deutlich gemerkt, wie krass man doch Windschatten am Berg auch merkt und ja, hat Bock gemacht. Und die Jungs haben dann gesagt, wow, the fast girls are always there. Und apropos schnellste Zeit, wir bleiben immer noch am Col de Ratz. Wir verlassen ihn einfach nicht mehr. Wir sprechen noch über den Com, also die schnellste Strava-Zeit, und zwar von Patzent bis auf die Passhöhe. Ich hatte in meinem letzten Video gesagt, dass den Com, also die schnellste Zeit, Juan Ayuso hat mit 12 Minuten 38 Sekunden. Und es muss tatsächlich kurz nach meinem Videodreh passiert sein, dass sich Tom Pidcock diesen Com geschnappt hat, und zwar mit 12 Minuten 31 Sekunden. Tom Pidcock, und ich habe wieder nicht gefilmt. Dämlich. Ich habe recherchiert. Er hat seine Fahrt wieder von Strava weggenommen und es hat sich herausgestellt, dass das Motorpacing war. Das heißt, er hat diese Zeit zwar gesetzt, aber er hat sie dann nicht mehr öffentlich gemacht, weil er eben ausgesagt hat, dass er ja hinter einem Roller war. Das heißt, Juan Ayuso ist immer noch der Rekordzeithalter. Und die Zeit, die Pidcock aber dort hingezimmert hat, das ist schon echt wahnsinnig schnell gewesen. So, ich hoffe, euch hat mein kleiner Einblick in die Profi-Radsportwelt mit einigen exklusiven Details gefallen und ihr habt ein paar Dinge erfahren, die ihr so vielleicht noch nicht gewusst habt. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mich hier auf die Lauer zu legen und zu beobachten, wie die Profi-Teams so trainieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo für meinen Kanal da, um keine weiteren Abenteuer zu verpassen. Und ein Like für dieses Video und ein Kommentar. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr damit gerechnet hättet, dass die Profis hier so trainieren. Und ansonsten, wenn ich noch mehr spannende Stories aus der Profi-Radsportwelt zu berichten habe, dann gibt es vielleicht noch mal ein Update-Video. Ansonsten danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin! Ein paar exklusive Confides, UIA. Uff. Lotto Lise Bike. Juan Ayuso hat mit 13. Ich hatte in einem meiner letzten Team, und zwar ist dieses Team, das Team ebenfalls am Intervallberg Schauplatz Col hinter zwei. Wieso eben? Eben war es nett.